Gute und herzlich willkommen hier zu einem lang ersehnten COC-Video mal wieder von mir. Und zwar gibt es das Comeback von den Dark Looters und den ersten CWen, den die gemacht haben, den darf ich euch heute präsentieren. Und zwar sehen wir hier als erstes von Itzu einen Angriff auf die gegnerische 1. Er hat sich hier für einen Queen Walk bzw. Queen Charge, weil er ein paar Mauerbrecher mitgenommen hat, auch wenn er die bis jetzt alle verloren hat. will jetzt hier mit der Queen gleich in die Base Mitte rein, setzt jetzt nochmal sein King, damit er da auch ein bisschen was wegtankt. Und dann sieht das hier richtig gut aus, hat schon die Meisterhütte rausgenommen, hat jetzt hier die Clanburg mit der Queen rausgenommen, hat einen X-Bow, der geht auch gleich down. Der King holt hier jetzt noch die anderen Gebäude raus, Magierturm, Bogiturm, jetzt ist auch der Tesla dran. Die Queen geht jetzt hier weiter in die Mitte, hat schon richtig viel Value rausgebracht mit dem Queen Walk hier. Kriegt jetzt auch gleich sogar noch einen Luftfeger. Der Multi-Inferno-Turm schießt er jetzt unglücklich auf die Heiler. Die sind aber gleich außerhalb der Reichweite und so kann der Queen Walk hier weitergehen. Mit dem Jump geht er jetzt hier sogar nochmal in die Mitte. Wird jetzt hier auch gezündet, damit er nicht gegen die gegnerische Queen stirbt. Springt jetzt sogar nochmal hier rein, kriegt sogar noch den Adler und dann hat der Queen Walk so viel Radio daraus bekommen, also das war einfach insane. Das war richtig, richtig krass. Jetzt sind wir hier zum La Lune Part angekommen. Zeppelin fliegt hier in die Base Mitte. Richtig viele Loons leben hier noch. Er hat auch immer noch Loons übrig. Die setzt er gleich wahrscheinlich hier unten auf den Magierturm. Genauso sieht's aus. Sein Lavahund lebt hier auch immer noch, Speedzauber drauf, sein Warden kann er auch immer noch zünden. Und außen setzt er schon mal die ganzen Lakis, damit es kein Time-Fail wird. Und dann war das hier ein richtig sexy Angriff, Kappa. Und ja, was soll man dazu sagen? Sehr schöne 3 Sterne hier von Itzu auf die gegnerische 1. Und dann springen wir auch direkt in den nächsten Angriff. Und der nächste Angriff ist von Sajo. Ein Mess-Hawk-Angriff. Wir sehen hier 46 Schweinereiter ausgebildet. Und den Angriff habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe einfach mal nur geguckt, was so für Truppen benutzt worden sind. Und den fand ich echt so interessant. Hier Clanburg konnte gelockt werden. Ich weiß gerade gar nicht womit. Ramme sitzt hier. Ramme plus Hayden. Also hier Suicide, Hayden und die Ramme eingesetzt. Und dann wird er gleich wahrscheinlich mit den Schweinereitern über die Base drüber rennen. Skelettfalle wurde da auch schon aufgelöst. Queen holt jetzt auch hoffentlich bald die beiden Drachen raus. Wird nochmal der King geraged. Der Warden lebt hier auch noch, die Queen. Und die sollen jetzt wohl wahrscheinlich noch ein paar Gebäude rausnehmen, bevor er gleich hier mit den Schweinereitern anfängt. Queen kann immer noch gezündet werden, soll wahrscheinlich noch hier die Adler rausholen, oder? Hier perfektes Timing. Ah, da kommen nochmal die Skelette raus. Die sind natürlich auch richtig eklig gleich für den Schweinepart. Die sterben hier aber alle und Adler geht auch noch down. Dann kommt er hier von oben und von 9 Uhr mit den Schweinereitern hier richtig viele Riesenbomben. Pre-healed aber hier auf jeden Fall. Hat jetzt hier noch 2 Heilzauber übrig. Die Base ist aber schon relativ down. Da lebt eigentlich gar nicht mehr so viel. Hier noch ein Multi-Inferno, der ein bisschen nervig ist. Und dann leben hier nur noch 2 Bogietürme und eine Kanone. Also das sieht hier auf jeden Fall richtig stark aus. Hat jetzt hier auch die ersten Magier gesetzt. Die sollen hier dann gleich das Cleanup machen. Richtig schön. Jetzt wieder hier gepre-healed. Und dann laufen die Schweinereiter hier durch die Base. Wunderschöner Mass-Schweinchen-Angriff.
Hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Da und nochmal zum Glück in eine Riesenbombe reingesprungen, aber da lebt nur noch eine LA. Die geht jetzt auch down und jetzt holen hier die Schweinereiter mit den Magier die restlichen Prozente. Er ist jetzt hier bereits bei 80% fast angekommen. Und dann sind das hier die nächsten drei Sternchen, die wir uns hier angucken. Richtig schön gemacht. Großes Kompliment. Und ja, dann sehen wir uns gleich zu einem meiner Angriff wieder. So, hier der meiner Angriff von TomSi18, der übrigens das... der übrigens das Turnier gewonnen hat von Itzo, das Rathaus 12 Turnier. Auch hier wieder mit einem richtig schönen Angriff. Da auf jeden Fall ein ordentlicher Zuwachs hier oder ein guter Zuwachs hier für Dark Looters. Wir sehen hier Queen Walk, Loons hier unten im Bogiturm rausgenommen, um jetzt was zu machen. Okay. Interessant, Queen Walk läuft hier oben aber noch weiter. Jetzt kommt eine Ramme, die will dann hier gleich in die Mitte sich kämpfen und dann kommt er hier auch schon mit den Minern. Ah, jetzt weiß ich auch, warum er den Bogiturm rausgenommen hat, damit er... Nee, weiß ich immer noch nicht. Ein bisschen für die Miner clearen. Ich glaube, dafür hat er hier den Bogiturm rausgenommen. Queen nimmt hier die Clanburg raus. Miner sind jetzt auch schon relativ in der Base Mitte. Und King ist außen ordentlich am Funneln. Queen holt jetzt die X-Bow raus. Miner kämpfen da noch in der Mitte gegen den King. Jetzt kommt hier die Queen dazu. Hate lebt immer noch. Aber wo sind die ganzen Miner hin? Sind die alle Miner hier unten? Okay. Alle Miner da unten. Queen muss jetzt hier derzeit gegen das Rathaus kämpfen. Und dann sieht das hier doch auch wieder richtig stark aus. Queen holt da jetzt nochmal den Tesla. Und dann dürften auch gleich die Heiler umswitchen auf die Miner. Da wird nochmal der Inferno-Turm gefreezed. Auch das sehr schön gemacht, damit die Queen möglichst lange überlebt. Jetzt geht's hier aber auf den Warden. Der geht hier down. Queen wird hier gezündet. Miner laufen hier immer noch außen drum herum. Queen hat in der Mitte alles rausgenommen. Und dann kann er hier sogar mehr oder weniger noch den letzten Freeze-Zauber swaggen. Hat noch ein Bogie und ein Lucky, die er auch swaggen kann. Und dann hier ein richtig starker Angriff von TomSi. Okay, Lucky hat dann nochmal gesetzt, Bogie auch. Aber das sind hier wunderbar drei Sternchen. Und dann sind wir hier auch zum letzten Angriff, den ich mir hier rausgesucht habe. Und zwar einen Elektrodrache-Angriff. Auch das fand ich sehr, 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 sehr cool. Hier Zeppelin. Da drinnen waren Loons. Die holen hier sogar schon mal eine LA raus, kriegen da relativ viele Gebäude, pullen auch gleichzeitig die Clanburg. Die wird er dann gleich mit den Helden rausnehmen, hat dafür auch ein Gift, sehr schön, zwei Drachen. Gehen jetzt hier auf den King. So, Queen nimmt die nacheinander raus. So, erster Down, zweiter folgt sogleich. Und dann hat er hier gleich 8 E-Drachen und 8 Balloons, um in die Base zu gehen. Wir sehen hier, die Base ist richtig, richtig, richtig kompakt. Also wenn hier einmal der E-Drache uncharged, gefühlt fällt alles hier, weil alles irgendwie gefühlt in einer Linie ist. Also da auf jeden Fall eine sehr starke Wahl gegen die Base. Helden, die Queen kriegt den Bogiturm nicht mehr. Und dann gucken wir uns das mal an, was die E-Drachen hier alles gleich für Schaden raushauen. Das ist jetzt nicht so wirklich weit gekommen. Wohl doch, eigentlich schon. Die,
Rathaus geht da auch down. Es leben halt vor allem noch gefühlt alle 8 Drachen. Hier erst der schöne Freeze-Zauber auf die Adler und auf die Luftfeger, weil die sind richtig eklig für E-Drachen. Und dann geht hier alles irgendwie gefühlt down. Die LA geht hier auch down, der Inferno-Drache geht hier down. Hat sogar nochmal einen Wut-Zauber, der ausgelaufen ist für die E-Drachen. Und guck dich das einfach an. Hat jetzt sogar noch die Warden-Ability und da leben wirklich gefühlt noch alle 8 Drachen. Richtig interessanter Angriff und ein gelungenes Comeback auf jeden Fall für DL, für Dark Looters, die ja sich für das kommende Update, das Clankrieg-Update, zu einem Comeback überwinden konnten. Und ich hoffe, dass ich dann auch in Zukunft euch weitere schöne Rathaus 12er Angriffe zeigen kann. Wir springen dann auch mal zum Endergebnis. Dark Looters hat hier einen perfekten Angriff oder einen perfekten Krieg hinbekommen. Wir sehen hier, die Gegner hatten insgesamt 18 Rathaus 12er, alle wurden auf 3 Sterne gelegt, nur die beiden unteren, die 19 und die 20, waren Rathaus 11er. Alles andere wurde von Dark Looters auf 3 Sterne jeweils geholt. Die meiste Angriffstaktik war dabei Laloon und die Gegner haben hier nicht eine Base auf 3 Sterne legen können. Nur hier die unteren Basen wieder, das war auch ein Rathaus 11er und ein Rathaus 10er. Alle anderen Rathaus 12er wurden hier in Anführungszeichen nur auf 2 Sterne geholt. Und damit kommen wir dann auch zu dem ziemlich eindeutigen 60-42 Sieg hier für Dark Looters. Richtig, richtig schöner Krieg und Glückwunsch von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen demnächst wieder so schöne Angriffe. Hat mir richtig viel Spaß gemacht, das zu kommentieren. Ich hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. So, noch hier eine ganz kurze Anmerkung. Und zwar mein eigener Clan habe ich wieder reaktiviert. Auch für das kommende Update, für die Clan-Kriege, für die Clan-Kriegsliga, die es von Supercell gibt. Falls ihr also nicht ganz so gut seid wie die DL-Leute, aber trotzdem einen coolen Clan sucht, wo wir gemeinsam vielleicht ein bisschen Strategien entwickeln, gemeinsam ein bisschen besser werden, dann schaut doch hier auf jeden Fall vorbei. Wir sind jetzt knapp 30 Leute wieder. Der Clan existiert erst wieder seit knapp einer Woche. Also wir brauchen noch ein bisschen Leute, die uns helfen, den Clan wieder richtig aktiv zu machen. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust. Und mit dem kommenden Update werden wir auch richtig schöne CWs machen, die ich dann auch regelmäßig auf meinem YouTube-Kanal streamen werde. Also würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere sich angesprochen fühlt. Hier seht ihr noch einmal das Kürzel. Und ansonsten könnt ihr auch gerne nach dem Namen suchen. Vergesst den Unterstrich nicht dabei. Und dann vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Und dann sehen wir uns bei einem nächsten Video oder bei einem Livestream. Macht's gut, haut rein und tschüss mit euch.